Hallo zum DeFi.jetzt, Episode Nummer 44. Heute haben wir uns den Professor Dr. Falko Tappen eingeladen. Thema ist Krypto und Steuern. Hallo erstmal Falko, hallo Ralf. Hallo Falko. Wollte ich auch gerade sagen, der Ralf und Mario sind natürlich auch mit an Bord. Falko, vielleicht erklär mal kurz, wie du das erste Mal in Kontakt mit der Rechentechnik gekommen bist und dein Kryptowertengang. Meinst du das jetzt wirklich wörtlich, ja? Wenn ich das erste Mal im Computer, okay, Amiga 500. Ja. Ah, okay, ich hatte auch ein Atari. Hm. Ja, Amiga 500, das musst du irgendwie, lass mich zurückrechnen, Abi 97 und dann halt irgendwie vier Jahre. Nee, das war in den 80ern. Die Amiga 500 gab es in den 80ern. Nee, also ich habe Abi 97, ja, und dann 5, 6 Jahre zurück ist 91, Amiga 500, 91, ja, ziemlich genau. Ja. Ja. Mein erster Computer. Und Krypto-Werdegang im Wesentlichen über die, zunächst erstmal über die Hochschule vor einigen Jahren, ja, als es dann aufkam mit Bitcoin, dann später Mining, meistens von den Studenten in die Vorlesung getragen. Wenn man denen halt irgendwas erzählt von Private Assets und solchen Sachen, Paragraph 22, 23 ESTG und dann immer nur mit den ollen Kamellen kommt, mit Grundstücken und so weiter. Das ist ja für die dann auch langweilig, wenn die halt das Ohr am Puls der Zeit haben. Und dann stehst du dann da als Prof und musst halt Rede und Antwort stehen und erlebst dann halt auch wirklich mal interessante Dinge. Noch lange bevor das auf der Steuerberatungsebene aufschlägt. Das ist eigentlich so das Besondere. Ne? Wenn du in der Steuerberatung, ist es ja oftmals so, dass die Dinge erst eine gewisse Zeit brauchen, bis sie in die Beratung hineinkommen. Und da in der Hochschule erlebst du Sachen gleich. Und so, das ist schon ein paar, ja, eigentlich schon ein paar Jahre her. So, und seit, sagen wir mal so, 2,5 Jahren ist das sehr also auch verstärkt in der Beratungspraxis angesagt. Ne? Und in dem letzten guten Jahr der DeFi-Bereich und beim DeFi-Bereich in dem letzten halben Jahr insbesondere eben delta-neutrales Farming, solche Strategien halt eben, delta-neutrale Strategien. Ja, also alle für die, die halt nicht ganz genau wissen, was das ist, man versucht sowas wie Übergeldmarktrendite im Blockchain-Bereich zu realisieren, ja, also ohne Volatilitätsrisiko. Und da haben wir ja auch ein Tutorial mit aufgenommen dazu. Ja. Und vielleicht ist noch mal kurz eine ganze Kurzvorstellung von dir. Du unterrichtest an der Hochschule. An welcher Hochschule unterrichtest du? Ja, in Worms, ja. Wir bilden quasi Steuerberater aus. Ne? Das sind halt junge Leute, die meistens schon in Steuerberatungskanzleien arbeiten, zum Teil auch in der Finanzverwaltung und die wollen nochmal studieren, meistens um Steuerberater halt zu werden. Und die bilden wir aus, genau. Und daneben bin ich Gründer einer Steuerberatungskanzlei und wir haben insbesondere eigentlich internationales Geschäft und Steuergestaltung, weil ich von Anfang an auch als Anwalt tätig war und halt auch Steuergestaltung für Investmentbanken und andere Player gemacht habe. Und du bist aber auch offen für Krypto-Leute bezüglich Steuerberatung, oder? Ja, klar. Also ich meine, das ist ja genau das Thema. Also wenn du anfängst als Anwalt und Investmentbanken berätst, dann kennst du ziemlich viel, kann man es, glaube ich, sagen, im Grenzbereich Finanzen, Steuern. Und das, wo heute der Bär tanzt, ist halt Krypto. Ne? Und genau, und das da haben wir eine ganze Reihe von Mandanten, die halt Dinge in dem Bereich machen. Der ist ja jetzt mittlerweile auch wirklich sehr ausdifferenziert. Ne? Das geht ja von Tokenisierung über Mining bis hin zu DeFi. Ne? Also es ist ja schon recht bunt geworden. Wie kommt man denn, erzähl uns doch mal noch deinen Weg, wie kommt man aus dem Steuerkanzlei an die Hochschule oder an die Universität? Ja, das ist ganz toll. Also ich habe Jura studiert, ja, weil meine Eltern sagten, du musst was Sinnvolles machen und ich hatte nichts dagegen, richtig vorzubringen, was anderes. Agrarwissenschaften und Theologie standen auch noch da und Medizin, aber meine Eltern meinten, du musst da schon gegen uns fighten. Und irgendwie haben sie sich dann doch mit Jura durchgesetzt. Das ist das wenig Rühmliche an der Geschichte. Aber ja, und dann habe ich mich halt richtig reingehängt, ja, und habe ziemlich gute Examina gemacht und wenn du Rina hast im Jura-Bereich, kannst du dir den Arbeitgeber quasi aussuchen. Ja, und da bin ich zu dem Zeitpunkt zu der Kanzlei gegangen, die ich nach wie vor für eine der
besten Kanzleien weltweit halte. Und bin ich da hingegangen und die haben gesagt, super, dass du da bist. Du machst jetzt dies und jenes hier. Und das war halt eben Finanzen, Steuern, hauptsächlich für Banken, Unternehmen und Steuergestaltung. Und das habe ich dort gelernt. Das ist fast wie so eine Art Geheimwissenschaft. Ja. Ein paar Jahre lang gemacht, bin dann zu einer anderen Großkanzlei gewechselt, die mehr Unternehmenssteuerrecht gemacht hat. Und das ist eine sehr schillernde und tolle Welt. Allerdings nicht für jeden gemacht, wenn man irgendwo nach meiner Ansicht nach nicht unbedingt für eine nachhaltige Lebensplanung nicht so geeignet. Ja, das Ganze ja jetzt hier auch aufgenommen wird, möchte ich das nicht näher ausführen. Jeder kann sich darunter vorstellen, was er will. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder und irgendwie gibt es da so einen Zielkonflikt. Und dann kommst du aber da nicht mehr so gut raus, ne? Weil das ist halt das, was du kannst. Du bist zwar Rechtsanwalt und Steuerberater, kannst aber nicht dein Schild raushängen, weil, um ehrlich zu sein, zu dem Stundenlohn, zu dem du da gewohnt bist zu arbeiten, bezahlt dich da draußen keiner. Der kommt mit seiner Steuererklärung und sagt hier, mach mir doch die Steuererklärung. Du musst ja können, du bist ja Steuerberater und du bist eigentlich gewohnt, irgendwelche Banken zu beraten und ordentlich Geld zu verdienen. Das funktioniert nicht, dass du dein Schild raushängst. Und so geht es halt auch vielen anderen Kollegen, die halt eine fantastische Ausbildung haben, klasse Sachen können, hochprofessionell arbeiten, viel Geld verdienen, aber das ja nicht machen wollen, weil sie nicht wirklich eine Alternative haben, so ein bisschen goldener Käfig. Und in dieser sehr verzwackten Situation wurde eine Professur ausgeschrieben, da in Worms. Und das ist der schönste Job, den man sich vorstellen kann. Also wenn es ihn nicht gäbe, man müsste ihn erfinden, er ist fantastisch. Du arbeitest mit jungen Leuten zusammen, denen du deine Wissenschaft, deinen Beruf beibringst. Du hast eine sehr große Freiheit, wie du die Akzente dort setzt, kannst aktuelle, spannende Themen nehmen, um sie anzuwenden auf das, was du mal gelernt hast. Ne? Und diese Freiheit ist halt eben nicht kommerziell gebunden, weißt du? Du musst halt nicht sagen, okay, ich habe jetzt gerade keinen Mandanten, der sich für Mining interessiert, deswegen kann ich mich damit nicht beschäftigen. Nein, andersrum wird ein Schuh raus. Es ist im Moment ein brandaktuelles Thema und dann ziehst du halt eben deine Vorlesung daran auf und bringst den Leuten das bei, was im Moment wirklich angesagt ist, ohne dass es jemanden geben muss, der jetzt zufälligerweise dafür Geld zahlt. Und das ist eine sehr befriedigende Art der Arbeit und es macht sehr viel Spaß. Also das ist ja die Freiheit der Lehre und unterstützt ja auch ein bisschen libertäres, unter Umständen libertäres Ideengut, oder? Ja, also ganz fantastisch. Ja. Und wir haben da auch eine sehr schöne Hochschule, die einem das eben ermöglicht. Und das ist halt ganz prima. Ne? Und damit das Ganze aber auch eben den Kontakt zur Praxis nicht verliert, ermöglicht die Hochschule halt eben auch diese Nebentätigkeit, dass man als Berater weiterhin tätig ist. Das macht es halt eben, gerade diese Kombination macht es halt eben so fruchtvoll für beide Seiten. Ne? Und so bin ich halt dann eben auch zu Kryptos gekommen. Und das war für mich halt so ein echter großer Glücksfall in meinem Leben, dass ich zwar einerseits dieses Spezial-Know-how erwerben konnte, was vielleicht auch die Hochschule gutiert und auch damals gut fand, auch bei meiner Berufung. Aber gleichzeitig ist es ein wesentlich nachhaltigeres und ich glaube auch langfristig spannenderes Konzept, als wenn du in der Großkanzlei arbeitest. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und es gibt da nicht one size fits all. Und ich glaube, die Ausbildung, die man dort genießt, die gibt es kaum woanders. Hast du gesagt, dass du dich ja jetzt in deinem privaten Jahr auch gerne mit DeFi beschäftigst, mit den data-neutralen Gewinnstrategien, zu denen wir ja schon das Tutorial hatten. Ja. Was ist denn jetzt dann deine Definition von DeFi? Naja, also im Prinzip, also ich hatte gerade eben ein Gespräch mit Mandanten darüber, die noch gar nichts davon wussten. Ein Mandant, der selbst eigentlich so in einem klassischen Finanzproduktvermittlungsgeschäft tätig ist. Ne? Und dann habe ich gesagt, sag mal, kennst du dich aus mit DeFi? Weißt du, was DeFi ist? Nee, DeFi habe ich noch nicht so gehört. Was soll es sein? Dann habe ich gesagt, ja, aber du kommst doch von der Bank, ja, Volksbank, ja, und stell dir vor, alles, was du kennst aus dieser klassischen Welt, ja, angeboten von Finanzdienstleistungsinstituten, von Kreditinstituten, alle diese ganzen Tätigkeiten, nimm sie und stell sie dir vor, aufgereiht auf ein Betriebssystem, das wir Blockchain nennen, unabhängig von diesen großen Glaspalästen, unabhängig von den Intermediären, die letztendlich irgendwo auch die Hand aufhalten. Stell dir das so vor, mit einem eleganten Zugang, praktischen Zugang für den Endverbraucher. Ne? Das ist DeFi für mich. Ne? Also klassisches Bankgeschäft, klassische Finanzierungsstrategien, Investmentstrategien, mundgerecht aufbereitet für den Endverbraucher ohne Mittelmann. Das ist DeFi.
Ne? Und es ist halt so, dass dieser Bereich, also erstmal haben wir ja die Technologie und auf dieser Grundlage dieser Technologie poppen jetzt in den letzten Monaten all die unterschiedlichen Applikationen auf, die wir brauchen, um dieses klassische Geschäft dann auch durchführen zu können. Hm. Und warum braucht man das? Das ist ja, hört sich an wie eine Redundanz. Nee, wir machen das nach dem alten Motto, cut out the middleman. Es steht dann viel mehr an Gebührenpotenzial zur Verfügung, was dann zurück ins Protokoll läuft und dann direkt halt auch dem User als Rendite zur Verfügung steht. Das ist ein extremer Effizienzgewinn. Deswegen ist das so prima. Ne? Und das habe ich dem erklärt und habe ihm gesagt, guck mal, schau es dir mal an. Normale Finanzierungen, ja, laufen ja logischerweise anders. Da geht jemand hin und sagt, hey, ich habe eine denkmalgeschützte Immobilie, wie kriege ich denn da die Kohle für? Und dann geht er hin und hat ein Portal von 10 verschiedenen Banken, sucht sich den günstigsten Zins- und Tilgungssatz raus und sagt, hier, nimm das. So. Und dann habe ich gesagt, guck dir das mal an, google das und erwähne das einfach mal. Ne? Dann hast du zumindest mal den Effekt dabei, dass der sieht, dass du über den Tellerrand hinausguckst. Und bestenfalls ist das schon mal irgendwo eine Alternative, die ich glaube, sich am Ende des Tages auch durchsetzen wird. Ich glaube, dass wir in 2-3 Jahren spätestens dort sind, wo ein großer Marktanteil dieses Finanzierungsgeschäfts dann auch über DeFi laufen wird. Ja. Schöne Antwort, klingt gut. Mhm. Gehe ich mit. Ja, man muss ja mal sehen. Ich meine, wenn man da ein bisschen mehr in die Tiefe geht, das Mandatsgespräch vorhin war dafür nicht geeignet, muss man natürlich auch auf Kinderkrankheiten hinweisen. Ne? Also auf Risiken kennt ihr alle. Ne? Und es ist halt eben nicht 1:1 die lokale Bank, wo du reinlatscht und sagst, hallo, ich brauche einen Bankberater. So einfach ist es natürlich nicht. Ja? Aber ich glaube, dass wir hier eine Technologie sehen, die einen echten Mehrwert bieten kann, ja, die es halt einfach letztendlich effizienter macht. Und ich bin ein großer Fan davon, Dinge effizienter zu machen, weil es ressourcenschonend ist und deswegen im Großen und Ganzen eigentlich sich auch durchsetzen wird. Und auch okay. Interessante Definition von DeFi, finde ich gut. Stell dir vor, Falco, du bekommst von uns 1.000 Euro und wie tauschst du sie? Das ist jetzt eine Antwort, es tut mir leid, es ist ja auch einfach authentisch und live. Ich hasse Volatilität. Ich habe da nicht die Nerven zu, weißt du? Ich habe eine gut gehende Kanzlei, ich habe eine schöne Professur. Ich habe 3 Kinder, ich habe eine Frau, ich habe ziemlich viel Trubel in meinem Leben. Ja? Was ich nicht brauche, ist Volatilität. Wenn du mir 1.000 Euro gibst, das Erste, was ich machen werde, ist, ich werde sie wahrscheinlich aufs Anchor-Protokoll legen, ja? Dann mir in Ruhe anschauen, welche Farming-Strategie ich fahren werde. Der Erste, der das mal nicht in Coins steckt, sozusagen. Doch, das Anchor-Protokoll macht da schon ein bisschen was damit, aber nichts Konkretes halt jetzt. Ja. Ja. Unabhängig von den 1.000 Euro, welche Kryptoassets, die es sonst noch so gibt, findest du gut und warum? Also Kryptoassets ist ein ganz großer Begriff. Was spannend finde, sind Tokenisierung von bestimmten realen Assets. Das finde ich spannend, weil ich das auch in der Beratung habe und sehe und auch den einen oder anderen Mandanten betreue, der Tokenisierung vornimmt. Die spannende Grundidee ist dabei, dass du ein Asset umverpackst in ein anderes Asset und wenn du dieses andere Asset, den Token dann erwirbst, nach einer gewissen Zeit steuerfrei veräußern kannst. Das finde ich gut. Ne? Und habe ich gerade im Mandantenkreis einige Projekte laufen, die ich auch selbst unterstütze und die ich auch mit selbst zeichnen würde. Also kurz gesagt, Tokenisierung von ertragsbringenden Assets, ne? Also Umverpackung von Assets in Tokens. Wahrscheinlich wolltest du von mir hören, welchen Coin ich gut finde. Da ich DeFi gerne mache, Anchor-Protokoll gut finde, was glaubst du, welchen Token ich gut finde? Ja, also Luna ist schon irgendwie so meine Welt. Ja. Kommen wir gleich, haben wir das allgemeine Geplänkel weg, dann kommen wir gleich in das fleischige Finanzamt und Steuergesetze, ist die Überschrift, die uns der Ralf hier gezaubert hat. Jetzt haben wir das vorhin schon leicht angedeutet. Seit wann bist du denn im Steuerkontext zu Krypto unterwegs? Ja, also in zunehmender Intensität wahrscheinlich seit den letzten 3 Jahren. Da, wo es richtig heiß wurde jetzt sozusagen, die letzten Jahre. Genau. Mhm. Aber nach dem Bullenmarkt von 2017, ja. 18, also ja, okay. Ja, genau. Das lag vielleicht auch daran, weil das dann halt auch in den Vorlesungssälen ein bisschen, ja, turbulenter wurde.
Da haben die Studenten dann wahrscheinlich ihr ganzes Wissen, was sie dann aus der Presse selber machen, mitgebracht. Das ist gut. Absolut. Haben sie Glück mit dir sozusagen, dass du da nicht so aufs Lehrbuch pochst, sondern dann auch über den Tellerrand sozusagen. Aber das liegt auch daran, so wie wir die Vorlesung machen. Das ist halt nicht so, dass ich da vorne stehe und wie im Mittelalter irgendwie was rezitiere, sondern das hat mehr so Seminarcharakter, wenn du so willst. Ne? Also wir haben das ja noch gar nicht gemacht, so ein Webinar, aber ich mache auch immer Webinare, so wie meine Vorlesung. Ne? Und da warten dann die Leute, wenn man dann reinkommt, virtuell oder in echt, dass man sich jetzt in Ruhe einen Kaffee trinken kann, ja, oder man guckt mal, was der Kasper da vorne dann so treibt. Ich liebe es, mit dieser Erwartungshaltung zu brechen. Ne? Das heißt, auch in Webinaren nehme ich die Leute gerne dran. Ich komme mit denen ins Gespräch und frage Mario, was machst du denn eigentlich so in Krypto? Was war denn deine Erwartungshaltung damit? Und was weißt du denn eigentlich, was für Auswirkungen Lending hat, ja, auf deine Coins und so? Ne? Und da muss der Mario auf einmal was dazu sagen. Ja. Und der zögert dann und so. Und dann kommen wir ins Gespräch und dann ist es auf einmal voll lebendig. Und jeder erlebt auch, dass das echt ist und nicht irgendwie fake. Ne? Und ich bleibe dann auch nicht da vorne, also in der realen Welt, auch vorne stehen, sondern ich gehe dann einfach auch zu den Studierenden hin. Ne? Und red mit denen. Und dann fragt einer, ja, aber eine Gesellschaft, ist denn da, wie gründet man denn so eine Gesellschaft? Und dann zeige ich denen, wie man halt in dieser Sekunde an diesem Ort eine Gesellschaft gründet. Das ist nämlich total einfach und total möglich und geht sehr schnell. Ne? Und solche Sachen, ja genau, wie kann man jetzt da drauf? Eine GbR können wir jetzt direkt hier gründen, so war das. Ja, eine GbR können wir jetzt auch über dieses Meeting jetzt hier gründen. Wie viele Hüllen oder Genossenschaftshüllen, was auch immer es für Hüllen von Gesellschaften, es gibt, hast du dann rumliegen aus den vielen Unterrichten und Webinaren? Bestimmt einige. Aber wenn man das zivilrechtlich durchdekliniert, dann kann man auch sagen, das meiste von denen waren vielleicht hoffentlich Scherzerklärungen, ja, sodass die halt nachher dann doch unwirksam waren. Sonst laufen da draußen einige Studierenden rum, mit denen ich zusammen tatsächlich eine GbR habe und wer weiß, was die da machen. Ja. Auf die nächste Frage freue ich mich, Mario. Ja, der Ralf, der. Bitte, Ralf, hau mal raus. Kannst dazu mehr sagen. Wie schätzt du das ein? Ist unsere Gesetzgebung bzw. die derzeit geltenden Vollzugsregeln, weil ja noch nicht alles in richtige Gesetzestexte gegossen ist, fortschrittlich oder kryptoverhindernd? Wie schätzt du das ein? Sensationell kryptofördernd. Mhm. Ne? Okay. Wir haben ja schon, glaube ich, im letzten Podcast ein bisschen darüber gesprochen, dass es ein ganz, ganz großer Irrglaube ist, dass mit jeder technologischen Entwicklung der Gesetzgeber hinterherhecheln muss und er eigentlich nur immer zeigt, wie unfähig er ist. Ja, und es ist ein Zeichen von größter Ignoranz, wenn man glaubt, nur weil man technisch irgendwas drauf hat, dass alle anderen blöd sind, und insbesondere der Gesetzgeber. Die Leute, die dort arbeiten, sind häufig wirklich Meister ihres Fachs. Und es ist nur ein Vorurteil zu sagen, dass das alles irgendwie Sumpfdröhnen sind, die alle nur darauf warten, dass sie irgendwie um 16 Uhr nach Hause gehen können. Das ist falsch. Unsere Gesetze sind oftmals ein politischer Kompromiss, das ist wahr. Und sie sind deswegen vielleicht auch nicht perfekt, jedenfalls nicht vor dem Hintergrund der eigenen politischen Couleur. Aber sie müssen sicherlich nicht jedes Mal neu geschrieben werden, nur weil eine technische Revolution stattfindet. Sie sind oftmals perfekt anwendbar auf neue Sachverhalte. Die Frage ist eher, ob das Ergebnis, was da entsteht, fiskalisch gewollt ist. Gucken wir uns Kryptos an. Wir können mit den gegenwärtigen Regeln alles das, was wir in der Kryptowelt sehen, erfassen. Mhm. Das heißt nicht, dass alles steuerpflichtig wird, aber wir können jeden Sachverhalt locker einordnen. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir können, und ich kann dir, du kannst mir irgendwas sagen, ja, was in der Kryptowelt passiert. Und ich kann dir sagen, was nach meiner fachlichen Einschätzung eine richtige Rechtsauslegung wäre auf der Basis geltenden Rechts. Eine andere Frage ist, ob das, was dabei rauskommt, fiskalisch gewollt ist. Ich würde mal vermuten, im Moment eher nicht. Warum? Wenn man es mal ganz grob vereinfacht sagt, kann man sagen, wir befinden uns in der Kryptowelt zum großen Teil in einem Bereich des Steuerrechts, welches früher meine ich mit vor 2009, maßgeblich war für private Aktieninvestments. Und 2009 hat der Gesetzgeber fiskalisch motiviert gesagt, finde ich doof, mache ich anders. Mhm. Wenn man jetzt jemanden fragt, der in Kryptos investiert,
wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen deinen Investments in Apple-Aktien auf dem Mirror-Protokoll und deinem Investment in Apple-Aktien in der realen, also in der analogen Welt, dann kommt er da ins Straucheln. Ja? Dann wird dann irgendjemand noch sagen, ja, es ist vielleicht so, dass die dann nicht tatsächlich Apple-Aktien im Hintergrund laufen haben, das mag sein, aber irgendwie gefühlt ist das ähnlich. So, das heißt also, gefühlt ist es vielleicht irgendwo ähnlich. Also du investierst in irgendwas, ja, weil du dir eine Wertsteigerung erhoffst, und ob das Ganze jetzt GmbH-Anteil, Aktien oder Schuldverschreibungen heißt, das ist dir ja egal, sondern du guckst, wie die Wertentwicklung ist und hoffst, dass du dich nicht vertust. Und die eine Gruppe dieser Investments läuft nach dem einen Paragraphen seit 2009 und die andere Gruppe dieser Investments läuft nach dem anderen Paragraphen nach 2009. So. Und der Gesetzgeber hatte sich damals eigentlich dafür entschieden, die Mehrzahl in dieser, ich will es nicht sagen, spekulativen Investments sagen, aber der Mehrzahl dieser Investmentmöglichkeiten nicht mehr dort zu regeln, wo wir jetzt im Moment drinstecken. Der hat sich was dabei gedacht. Und das war fiskalpolitisch motiviert. Heißt mit anderen Worten, der Fiskus wollte mehr Steuern haben. Der Fiskus wollte mehr Steuern aus privaten Investments haben. Und deswegen hat das Gesetz geändert 2009. Jetzt kommen wir mit Kryptotechnologie um die Ecke und neuen Investitionsmöglichkeiten, ja, und können das machen dort in der alten Welt. Heißt doch logischerweise, der Fiskus partizipiert weniger. Das ist gut. Ist das fiskalpolitisch gewollt? Wahrscheinlich nicht. Es ist aber richtig. Ja, und deswegen würde ich sagen, und Fazit, mal auf die Fragen zu kommen, ist das fortschrittlich? Naja, es ist kryptofördernd im Moment. Und es kann durchaus sein, dass der Gesetzgeber gegensteuern wird, wenn ihm das dazu bunt wird. Da braucht es dann sozusagen eigene Gesetze beziehungsweise wenigstens Absätze mit für Krypto. Ne? Da kommen wir, wären wir später noch dazu gekommen, jetzt auf der nächsten Folie. Aber die Österreicher, die machen es ja, wenn ich das mich recht entsinne, jetzt schon so, die holen sich ihre Steuern nicht mehr mit der Haltefrist, wie wir das jetzt haben, wo wir dann steuerfreier sind nach einem Jahr, in gewissen Fällen, sondern die sagen, Krypto zu Krypto ist nicht mehr steuerbar und nicht, also nicht mehr steuerpflichtig. Erst wenn man in Fiat zurückkommt, dann gibt er mir aber bitte 20% oder 25%. Also dann sind sie wieder in der Abgeltungsbesteuerung bei denen drin. Und aber dann auch nicht mehr mit Haltefrist sozusagen. Also unendliche Steuerpflicht, egal wie lange man es hat. Ja, kann man machen. Also erstens entspricht es nicht dem deutschen Recht. Und ich halte das jetzt gesetzestechnisch gesehen auch nicht für einen schlauen Weg. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen in eine abstrakte Welt rein, aber mal so als Idee, ne, gegeben. Unser Steuersystem funktioniert im Grunde schon auf der Basis bestimmter Prinzipien. Und die sind vor die Klammer gezogen. Und jedes Mal dann, wenn der Gesetzgeber aus fiskalpolitischen Gründen von diesen Prinzipien abweicht, wird das gesamte System komplexer. Hm. Und mit zunehmender Komplexität gefühlt ungerechter und auch gestaltungsanfälliger und deswegen weniger gut. Das hat man erlebt bei der Abgeltungssteuer. Da macht man auch sowas, ne? So ein Sonderregime, ja, innerhalb bestimmter Grenzen gelten andere Regeln. Und ich glaube nicht, dass es richtig förderlich ist, wenn man das für Kryptos machen würde. Haben wir im Moment nicht, Gott sei Dank, halte ich auch für falsch. Und nach gegenwärtigem Recht wäre es auch ein Systembruch, wenn wir diese Fiat-Welt trennen würden von der Kryptowelt. Das ist falsch. Ja? Und stimmt auch nicht mit den ökonomischen Realitäten überein. Die ökonomische Realität, über die wir hier reden, ist die Leistungsfähigkeit. Das ist das Entscheidende. Die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Und die Frage, Mario, die du dir stellen musst, ist, wenn du erst UST nimmst und in Luna swaps und deine Luna brutal am Wert steigern und du das dann zurückswaps in UST, ist deine Leistungsfähigkeit gestiegen oder nicht? Ich würde meinen, ja. Woran kannst du das sehen? Du kannst die UST nehmen und mit denen auf einmal ganz andere Sachen machen und die verwenden, wohin du willst. Und das ist ein Zugewinn an Leistungsfähigkeit. Und wenn man da mitgeht, dass man sagt, breite Schultern können mehr als schmale Schultern tragen, dann muss man halt eben einfach sagen, das ist ein Besteuerungsevent. Das tut mir furchtbar leid, man kann über Steuerhöhen und so weiter diskutieren, aber ein Zugewinn an Leistungsfähigkeit ist es halt nur mal. Hören wahrscheinlich viele jetzt nicht gerne. Naja, aber es ist die ja so... Die viele hin und her traden jeden Tag. Ja, ist klar. Ja. Aber es ist halt einfach so, dass
unser Steuersystem nach der Leistungsfähigkeit fragt. Ja. Und du, und es ist halt nicht ein, es ist halt kein Computerspiel, was wir machen, sondern was wir dort tun, ist auf eine gewisse Weise schon Realität. Du kannst einfach, deinen Aktionsspielraum als Mensch ist gesteigert. Ist, deswegen ist deine Leistungsfähigkeit gestiegen und deswegen ist das ein Besteuerungsevent. Die Frage ist, wie hoch will ich die besteuern und so weiter. Das mag ja alles sein. Wenn wir Krypto wirklich ernst nehmen, dann müssen wir Kryptos genauso ernst nehmen, wie wir Aktien ernst nehmen und Schuldverschreibungen ernst nehmen. Ne? Und da ist es ganz genauso. Also Realisierung führt zur Zunahme an Leistungsfähigkeit oder zu einer Abnahme. Das geht ja in beide Richtungen. Ne? Deswegen ist das eigentlich schon richtig so. Apropos Realisierung der Leistungsfähigkeit und Abschöpfung der Leistung. Wie kann man denn die aktuellen Finanzamtprozesse, also sprich die Durchführungsverordnung, zur Kryptosteueroptimierung nutzen? Ja, du nutzt das Wort Steuergestaltung, kann man auch verwenden. Ja, genau. Ist aber ein bisschen also, länger. Ja, also ich würde einfach mal so sagen, Steueroptimierung und Gestaltung kann man vor allen Dingen im Kryptobereich über zweierlei Wege betreiben. Einmal darüber, dass man mit den Fristen über die betreffend die Steuerfreiheit spielt, dass man die sich und dass man die ausnutzt. Zum Beispiel dadurch, dass man Long-Short-Strategien fährt bis kurz vor die Grenze der Steuerfreiheit, ne, also der Jahresfrist, ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die auch höchstwahrscheinlich von der Finanzverwaltung akzeptiert werden wird, ist, dass wir Investments im gewerblichen Bereich betreiben. Das ist zum Beispiel etwas, was bisher kaum, glaube ich, in der Literatur diskutiert wurde, in der Praxis eigentlich nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert wird. Und zwar stell dir vor, du hast einen Gewerbebetrieb, Tor, einen Handel. Du handelst mit Orangen, ja, und du kaufst Orangen und du verkaufst Orangen im kleinen Bereich. Ja? Dann gilt in Deutschland die sogenannte 4-3-Rechnung. Das ist international als Cash Accounting bezeichnet. Ne? Cash Accounting, 4-3-Rechnung, also Einnahmenüberschussrechnung, kennt vielleicht jeder. Du verkaufst deine und du kaufst Orangen beim Händler, dann ist das eine Betriebsausgabe. Du verkaufst sie an deine Kunden, dann sind es Betriebseinnahmen, du machst einen großen Strich. Und am Abend, ne, und dann kommt da bleibt ein bisschen Gewinn übrig, ne, und dann am Jahresende musst du das versteuern. Soweit okay, richtig? So. Richtig, ja, kenne ich. Genau, ganz genau. Das ist so das ganz normale, einfache der Kleingewerbetreibenden, so wie die ihren Gewinn ermitteln. Jetzt stell dir genau das so vor, nur du handelst nicht mit Orangen, sondern du handelst mit Kryptoassets. Das heißt, du kaufst deine Kryptoassets. Und welchen Effekt hat der Kauf der Kryptoassets am Morgen? Es ist eine Ausgabe, es sind Kosten für mich. Ganz genau. Ne? Bei 4-3-Rechnung ist es so. Ne? Wann hast du deine Betriebseinnahme? Wenn ich sie verkaufe. Ganz genau. Und mit Gewinn verkaufe, dann habe ich eine positive Einnahme. Wenn ich sie halt mit Verlust vereinkaufe, dann genau. Verkaufe ich halt nicht so doll. Wer verdient, wen nehmen wir jetzt? Also ich muss aufpassen, ich habe ganz viele unterschiedliche Mandanten. Nicht, dass irgendeiner sich angesprochen fühlt. Überlege mal, wer verdient so richtig viel Geld? So kennst du irgendwie so in deinem Bekanntenkreis, welche Berufsgruppen? Ja, ich bringe mal ein anderes Beispiel. Stell dir vor. Pass mal auf. Lass mir das mal machen. Wir nehmen mal jemanden, ich komme gerade aus Worms und Ludwigshafen. Wir nehmen jemanden aus einem Chemiekonzern, Topmanager. Ja? So. Und stellen wir vor, der kommt in die Kanzlei und sagt irgendwie am 30. November, hey, ich habe voll die Abfindung bekommen, ich habe wahnsinnig viel Geld verdient, ja, ich muss jetzt brutal viel Steuern zahlen. Hast du nicht eine super tolle Idee, wie ich weniger Steuern zahlen muss? Und jetzt nehmen wir unser Orangenbeispiel, ne, und wenden das auf unseren Chemiemanager an. Zu welchem Ergebnis kommen wir da? Was können wir machen? Ja, die Frage ist, wenn er jetzt irgendwas kauft, was er mit Gewinnerzielungsabsicht wieder verkaufen will, dann muss er ja das dem Finanzamt oder du plausibel gegenüber darstellen, dass das eine Ausgabe ist in diesem Jahr und dass dann eventuell im nächsten oder im übernächsten Jahr irgendwann eine Gewinnerzielung erfolgt. Absolut, ganz genau. Und genau darum geht es. Es geht darum, einen Gewerbebetrieb aufzumachen als Industriemanager, ja, bei dem du heute eine Ausgabe hast, und im nächsten Jahr vielleicht eine Einnahme hast. Du hast heute eine Ausgabe, im nächsten Jahr eine Einnahme. Warum ist dieses Spielchen irgendwie interessant?
Naja, es ist deswegen brutal interessant, weil die Ausgabe dieses Jahr, wo der seine Hunderttausende oder Millionen an Gewinn macht, in diesem Jahr ist es eine Betriebsausgabe. Und wir gucken uns erst einmal auch nur dieses Jahr jetzt an. Wir leben jetzt. Und diese Betriebsausgabe reduziert erst einmal brutal sein zu versteuerndes Einkommen. Und nächstes Jahr, was ist nächstes Jahr? Nächstes Jahr hat er vielleicht, ne, Orangenbeispiel, seine Orangen verkauft mit Gewinn. Ja? Dann hat er ja nächstes Jahr Gewinn und muss mehr Steuern zahlen. Das stimmt. Wenn er tatsächlich nächstes Jahr verkauft, dann hat er nächstes Jahr den Gewinn. Aber vielleicht verkauft er ja nächstes Jahr noch nicht, sondern vielleicht erst übernächstes Jahr. Worauf ich hinaus will, ist, dieses Modell ist bekannt als Gestaltungsmodell gewesen im Bereich des gewerblichen Grundstückshandels. Viele, viele Jahre früher, vor vielen, vielen Jahren, hat man dieses als Modell durch die Lande getrieben. Gewerblicher Grundstückshandel für reiche Leute, die viel Geld verdienen. Das ging exakt genau so. Was hat der Gesetzgeber gemacht? Hat gesagt, ist richtig, funktioniert, finde ich blöd. Schreibt das Gesetz um, schreibt rein, geht nicht. Ab jetzt. Punkt, fertig, gewerblicher Grundstückshandel auf diese Art und Weise klappt nicht mehr. Also nicht mit diesen Effekten. Ne? Heute haben wir aber keinen gewerblichen Grundstückshandel, heute reden wir über Kryptos. Und aus bestimmten steuertechnischen Gründen laufen die Regeln, die damals für den gewerblichen Grundstückshandel galten, hier vergleichbar. Und deswegen ist das eine ganz grandiose Möglichkeit, der man sich mal widmen soll. Bitte mal an alle Leute, die da jetzt hier zuhören, nicht selbst nachbauen. Das ist eine Idee, das ist ein Konzept. Das muss man auf die individuelle Situation runterbrechen und gucken, ob das bei jedem Einzelnen klappt. Ja? Es ist ein Konzept, eine Idee, im Moment nicht mehr. Ne? Und man muss das ordentlich beraten. Aber ich glaube, das ist deutlich geworden, was man machen kann. Überhaupt, das ist auch überhaupt zu all dem, was wir bisher besprochen haben, auch was ich vorhin mit dem Mario besprochen habe. Das Interessante bei Steuergestaltung ist nicht, dass man meint, schlauer als alle anderen sein zu müssen, sondern das Interessante ist, dass man bei neuen Sachverhalten das nimmt, was in der Vergangenheit schon geklappt hat. Und das jetzt eben auf diese neuen Situationen anwendet. Wir nehmen alte Gestaltung, wo wir Rechtsprechung haben, wo wir BFH-Urteile haben, wo wir auch gesetzliche Statements haben, wie eben mein Beispiel, und wenden es auf neue Sachverhalte an. Das ist clever und das kann man mit Krypto ganz toll machen. Dann nochmal eine ganz kurze Frage von mir. Und zwar das FIFO-Verfahren. Ist denn das bei Krypto noch zeitgemäß? Ich auf meinem Wissensstand ist, das Finanzamt sagt, wenn ich gestern einen Token gekauft habe und heute kaufe ich den gleichen Token nochmal, aber veräußere ihn für einen anderen, muss ich den gestrigen Token den Gewinn aufdecken. Ist das noch so oder kann man dem Finanzamt nachweisen, dass man das auf einer anderen Wallet liegen hat und das ganz andere Token und Coins sind? Ja, genau. Also es sind ja nur Vereinfachungsverfahren. Ne? Hm. Wenn du das direkt nachweisen, also wenn du es technisch nachweisen kannst, was du da verkaufst, das geht es halt auch anders. Also immer schön alles auf die von der Börse auf die Wallet schieben. Ganz genau. Und auf verschiedene Adressen. Und vor allen Dingen auf verschiedene Adressen, genau. Damit man immer die Jahresfrist nachweisen kann. Wenn man muss. Man kann sie auch halten für immer. Ja, es gibt auch Leute, die müssen sie nicht nachweisen, weil je nachdem, in welchem Steuersystem du bist. Kommen wir zu dem netten Transaktionssteuern. Ralf, willst du auch mal wieder was sagen? Ja, es wurden ja in Deutschland jahrelang richtige Finanztransaktionssteuern angekündigt. Dann wurden die ja irgendwie verbogen oder was anderes draus gemacht. Und aus deiner Sicht würde es nicht Sinn machen, wenn man hätte eine reale Finanztransaktionssteuer, gerade Hochfrequenzhandel oder sowas, wenn man Kryptotransaktionen, sofern sie über Banken oder zentrale Plattformen wie Exchanges laufen, ebenfalls in einer ähnlichen Art und Weise steuerpflichtig macht. Tja, ist eine gute Frage. Und es ist auch eine gefährliche Frage. Weißt du, ich habe mit einem Politiker sehr eng zusammengearbeitet, den ich auch sehr schätze und auch unterstützt habe in Steuerfragen. Der war jetzt nicht unbedingt auf dem rechten Spektrum der politischen Landschaft. Und ich schätze den sehr. Und der hat irgendwo mir erzählt, er hätte mal in früher politischer Jugend irgendwelche Dinge gesagt, die ihm heute irgendwie als neoliberal auf die Füße fallen. Und dass er das alles sehr bereut. Und das ist ein bisschen schwierig. Weißt du, die Finanztransaktionssteuer kann ein wichtiges Instrument sein im Rahmen eines ausgewogenen Steuersystems. Wenn
eine solche Steuer eingeführt würde, glaube ich, wäre es sinnvoll, dass man auch Kryptotransaktionen davon erfassen würde. Ausgewogenheit ist allerdings erstens liegt im Auge des Betrachters, Nummer eins. Und Nummer zwei, glaube ich, ist sie im Moment nicht unbedingt zwingend. Ja. Du hast den Hochfrequenzhandel angesprochen. Es widerstrebt mir so ein bisschen, einzelne Erscheinungsformen auf dem Finanzmarkt oder überhaupt im Steuerrecht herauszugreifen und die zu penalisieren. Meistens führt das nur dazu, dass es Ausweichreaktionen gibt. Also singulär Dinge herausgreifen, um sie zu penalisieren, das halte ich nicht für clever aus fiskalischer Sicht. Ich glaube, man sollte sich bemühen, ein ausgewogenes Belastungslevel zu erreichen. Das sollte man machen. Und dazu gehört halt eben auch eine Besteuerung von Kryptogewinnen. Und eingangs hatte ich gesagt, eine Zunahme an Leistungsfähigkeit muss halt eben auch irgendwo einen Zugriff des Fiskus nach sich ziehen. Und das reicht im Grunde schon aus. Heißt also im Moment, glaube ich, ist meine Einschätzung, brauchen wir nicht zwingend eine Finanztransaktionssteuer. Sie kann aber in Zukunft sinnvoll werden. Eine einfache Antwort wäre hier, glaube ich, falsch. Weil ich will nicht sagen, dass man nie eine Finanztransaktionssteuer brauchen wird. Das halte ich nicht für richtig. Ich kann mir vorstellen, dass es eine schlaue Idee ist, die einzuführen. Aber nur eine Steuer einfach noch oben drauf zu setzen jetzt und insbesondere einzelne Erscheinungsformen zu penalisieren, halte ich nicht für richtig. Und wenn man irgendwie Marktbeeinflussung beim Hochfrequenzhandel für ein Problem findet, dann ist nicht unbedingt das Steuerrecht die richtige Rechtsmaterie, um das einzugreifen. Da gibt es andere aufsichtsrechtliche Mechanismen, die vielleicht eher geeignet sind. Ja, du sagtest es ja auch schon, dass das durch einzelne Sonderregelungen das Ganze komplexer wird und unübersichtlicher. Naja, und man kann auch umgekehrt einen Schuh draus drehen. Ne? Wenn du mich fragst als Steuergestalter, ne? Also ich habe, wie gesagt, ich habe den Fiskusberater, also den Gesetzgeber gleichermaßen, wie ich auch Steuergestalter bin für Mandanten. Ne? Du fragst mich, welchen Hut ich aufsetzen soll. Wenn ich den Hut aufsetzen soll, desjenigen, der weniger Steuer zahlen will, dann sind mir komplexe Steuergesetze hoch willkommen. Ich muss nur ein Jota neben dem komplexen Gesetzestext liegen und dann habe ich diesen Gesetzestext nicht nur nicht erfüllt, sondern im Gegenteil habe ich ein stabiles Argument zu sagen, das ist richtig, weil der Gesetzgeber hat den Sachverhalt erkannt, hat den Sachverhalt geregelt, hat exakt meinen Sachverhalt nicht geregelt, deswegen scheint mein Sachverhalt also sogar im Sinne des Gesetzgebers zu sein. Das ist eine ganz übliche Argumentation, e contrario, ne? Eine ganz normale juristische Argumentation. Ich muss nur ein Jota daneben liegen. Ja, und deswegen sind komplexe Gesetzesgestaltungen nicht im Sinne des Fiskus. Kommen wir zur nächsten Frage, die doch ein bisschen auch wieder in die aktuelle reingreift. Soll man, kann man DeFi in Steuern einbeziehen? Und vor allen Dingen, weil das Angebot dezentral ist, was kannst du dazu sagen? Die Frage ist, also ich finde die Frage gut, dass man sie stellt, aber im Grunde deutet sie in die falsche Richtung, ja. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob etwas dezentral ist oder nicht. Das ist vollkommen wurscht. Vollkommen egal. Ja? Es ist ja auch nicht so, dass wir als deutscher Fiskus oder überhaupt irgendein Fiskus auf der Welt nur deswegen keine Steuern erheben, weil unser Steuerbürger im Ausland Erträge erzielt. Es ist uns ja egal. In den meisten Ländern gilt ja das Welteinkommensprinzip. Nicht in allen, Thor. Ne? Es gibt auch Länder, bei denen das so nicht ist. Aber grundsätzlich ist das Welteinkommensprinzip ja ein ganz normales Prinzip. Warum sollte es dann überhaupt eine Relevanz haben, dass ich mein Geld verdiene mit irgendwas, was dezentral ist? Es spielt überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist die Zunahme an Leistungsfähigkeit Nummer eins und Nummer zwei, ob derjenige, dessen Leistungsfähigkeit zugenommen hat, ein Steuersubjekt ist. Mein Steuersubjekt. Wenn er mein Steuersubjekt ist und seine Leistungsfähigkeit ist gestiegen, dann will ich den besteuern als Fiskus. Und das ist auch vollkommen wichtig. Und wenn das jeder so macht, dann kommt es zur Doppelbesteuerung. Und dafür gibt es Doppelbesteuerungsabkommen, wenn das über die Grenzen geht. Das ist schon und richtig. Deswegen spielt DeFi keine Sonderrolle. Ja, hier die Frage ist auch unter dem Aspekt gestellt, dass sozusagen die Gesellschaft oder das mögliche Steuersubjekt, was hier dezentral keinem
Land keiner Gesetzgebung oder bestimmten definierten Gesetzgebung unterworfen ist, dass es sich sozusagen dann den nationalen Steuersubjektdefinitionen und Gesetzdefinitionen entziehen könnte, weil es nicht lokalisierbar ist als juristische Form. Das will ich komplett in Frage stellen, dass das halt der Fall ist. Also, auf diesem Planeten existiert DeFi. Ob das dezentral ist oder nicht, spielt keine Rolle. Es existiert hier und deswegen sind die Erträge, die dort erzielt werden, auch irgendjemandem früher oder später zuzurechnen. Und der unterliegt der Besteuerung potenziell. Deswegen spielt das technische Setting keine Rolle. Das geht genau in die Richtung, die ich eingangs gesagt habe, dass man glaubt, nur weil ich eine neue Technologie habe, habe ich irgendwie so eine Art Terra Incognita entdeckt, ja, wo auf einmal gar keine Regeln sind. Das ist einfach eine komplette Fehleinschätzung der rechtlichen Realität. Aber weißt du, du musst dir überlegen, wer hat eigentlich an Leistungsfähigkeit zugenommen? Gibt es eine Zunahme an Leistungsfähigkeit eines Steuersubjektes? Wenn die Antwort lautet ja, ist der zu besteuern. Wenn die Antwort lautet nein, dann nicht. Naja, da gibt es noch zwei Ausprägungen, auf die ich bisher keine Antwort gefunden habe. Einmal zum einen das sogenannte Metaverse, wobei nicht ganz klar ist, was Metaverse alles ist. Und das zweite ist, wenn eine Maschine ein eigenständiges Wirtschaftsobjekt wird, zum Beispiel ein Elektroauto oder 3D-Drucker, der sich selbst vermietet und selbst bewirtschaftet mit KI. Kann er nicht. Es gibt es nicht und kann er nicht. Warum nicht? Gibt es bis heute nicht. Die Gesellschaftsform dafür ist noch nicht geschaffen. Der Rechtsrahmen ist noch nicht geschaffen. Nee, aber es gibt auch keinen Rechtsträger. Eine Maschine ist kein Rechtsträger und kann für sich genommen auch überhaupt keine Rechte erwerben und auch keine Rechte übertragen. Das ist ein Irrtum. Nein, aber wirklich, man muss einfach mal ein bisschen genauso disruptiv, wie die Technik vorgeht, muss man auch mal selbst mit seinen Erwartungshaltungen umgehen. Es gibt einen exklusiven Katalog von Rechtsträgern auf diesem Planeten. Ja? Und die können eine Zunahme an Leistungsfähigkeit haben oder einen Verlust an Leistungsfähigkeit. Und daran knüpfen wir, jedenfalls in Deutschland, in vielen OECD-Ländern auch die Besteuerung an. Und wenn wir eine Zunahme haben, dann greift die Besteuerung zu. Und wenn nicht, dann nicht. Und eine Maschine für sich genommen fällt da einfach raus. Wird aber auch nicht besteuert. Wenn aber jetzt Politiker über Robotersteuer diskutieren? Ist das Quark. Also ich meine, ich sage ja nicht, dass jeder Politiker, was er sagt und wie toll ist, willst du ja wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber Ralf, der Roboter oder die Maschine gehört da jemandem. Und somit kannst du die Gewinne, die diese Maschine erwirtschaftet, diesen zuordnen. Und der ist dann, wird dann quasi zur Kasse gebeten. Meinst du jetzt zum Beispiel ein DAO? Ja? Wer wird dort besteuert? Wer tritt dort irgendwie auf als Rechtsträger? Das sind alles Fragen, die kannst du zunächst mit dem Zivilrecht eindeutig klären. Ja? Und dann, wenn du die zivilrechtlich geklärt hast, schließt dich das Steuerrecht in den meisten Fällen in dieser Analyse an. Ist auch mit den Maschinentransaktionen, die machen das ja stellvertretend für dich. Also wenn der Kühlschrank selber einkauft, dann macht er das ja in Auftrag von dir. Und somit bist du für den Einkauf verantwortlich und auch wenn der Kühlschrank Gewinn erwirtschaftet mit seinem Kaufen und Verkaufen, bist du halt auch derjenige, der dann da zur Kasse gebeten werden muss oder wird oder soll. So Richtung Steuervereinfachung, du hast es ja vorhin auch schon ein paar Mal angesprochen, Falco, je komplexer, je unübersichtlicher. Müssen Steuern auf Krypto überhaupt sein oder könnten die nicht komplett eigentlich steuerfrei sein? Also diese ganzen Unterscheidungen, dies und jenes und da 10 Jahre und da das und da jenes, könnte man doch einfach das auch ein bisschen vereinfachen. Es gibt ja auch Länder in Osteuropa, wo es eine pauschale Einkommensteuer gibt zum Beispiel. Ja, klar. Du kannst dein Steuersystem aufbauen, wie du willst, ja, als Staat. Man würde dir immer raten, mach es wenigstens so, dass es halt in sich konsistent ist. Ja. Warum soll es konsistent sein? Damit es nicht ungerecht wird. Was Gerechtigkeit ist, da wussten die Römer auch schon einiges zu sagen, ja, und die Griechen davor auch. Also, aber ich würde mal meinen, wir sind einen relativ großen Konsens, wenn wir ein widerspruchsfreies Steuersystem anstreben würden. Das haben wir in Deutschland auch versucht und ich weiß, ich rede hier relativ provozierend, ja, aber das haben wir auch versucht. Das System versucht, diesen Prinzipien gerecht zu werden und aus politischen Gründen wird da zum Teil von abgewichen. Trotzdem kann man
diese Prinzipien als Strukturmerkmale nach wie vor erkennen. Eines dieser Strukturmerkmale ist, dass der Vermögenszuwachs im privaten Bereich nicht besteuert wird. Das ist eine starke Nummer. Ja? Das ist eins unserer Strukturprinzipien. Wir sagen, wenn jemand, wir definieren Einkunftsarten, Einkunftsquellen, und der bloße Vermögenszuwachs in der privaten Vermögenssphäre unterliegt grundsätzlich einmal nicht der Besteuerung. Und das ist der Grund, warum wir früher sehr viel eher, sehr viel schneller und sehr viel mehr steuerfreie Veräußerungsgewinne hatten. Weil ein Veräußerungsgewinn die Realisierung einer Wertsteigerung zum Ausdruck bringt. Und wenn der Veräußerungsgewinn einer ist, der sich bezieht auf private Vermögensgegenstände, dann ist der in diesem System steuerfrei. Und dann hast du recht, ja, man kann die Veräußerungsgewinne von privaten Vermögensgegenständen steuerfrei lassen. Man kann es nicht nur, sondern es ist sogar systemkonform mit dem deutschen Steuersystem. Heißt konkret, wenn deine Kryptoassets private Vermögensgegenstände sind, dann wäre es systemkonform, diese Veräußerungsgewinne nicht zu besteuern. Das war dem Fiskus unheimlich. Ja? Und man ist von diesem System abgewichen. Und jetzt ist das so ein Spiel zwischen Verfassungsgericht und Politik und Fiskus. Ja? Man versucht, also aus verfassungspolitischem Respekt versucht man dem Fiskus, also dem Gesetzgeber, einen möglichst großen Spielraum zu geben, das bestehende System zu verändern. Und dieser Spielraum drückt sich in diesen merkwürdigen Fristen aus. Ja? Der Spielraum heißt einfach, flapsig gesagt, okay, hör mal zu, Gesetzgeber. Dieses System muss grundsätzlich so bleiben, wie es ist, weil sonst wird es ungerecht, weil es wird dann nämlich auf einmal widersprüchlich. Du darfst eigentlich nicht privaten Vermögenszugewinn besteuern. Aber innerhalb gewisser Grenzen und Fristen hast du eine gesetzgeberische Prärogative, wie man im Juristendeutsch sagt. Da darfst du mal eine Ausnahme reinschreiben. Aber mach es nicht zu dolle. Und deswegen haben wir so Fristen wie 1 Jahr, 5 Jahr und 10 Jahre. Aber nach 10 Jahren, da musst du selbst bei riesigen Gewinnen im Immobilienbereich trotzdem die Sachen steuerfrei lassen. Streng genommen ist das nicht steuerfrei, sondern gar nicht steuerbar. Und deswegen wäre es mit dem deutschen Steuerrecht meiner Meinung nach schon vereinbar, sehr gut vereinbar zum Beispiel, ja, also auch wenn man Kryptogewinne im privaten Bereich gar nicht besteuern würde. Das ist aber fiskalisch natürlich kontraproduktiv, das ist klar. Wo haben wir eigentlich die Frist mit den 5 Jahren? Das haben wir bei bestimmten Kfz-Gestaltungen. Also nichts mit Krypto. Krypto haben wir ja eigentlich nur ein Jahr oder 10 Jahre. Kommen wir zum letzten Stück. Deine Einschätzung, Falco, wird es in 10 Jahren noch Banken geben? Ja, es wird noch Banken geben, aber vielleicht nicht mehr so in der Form, wie wir sie heute sehen. Zurückgestürzt und mit einem etwas veränderten Geschäftsmodell. Tja, was kommt nach deiner Meinung nach DeFi und NFT oder könnte an neuen Krypto-Ideen oder Produkten entstehen? Ich glaube, dass andere Wirtschaftsbereiche ebenfalls Blockchain-Technologien nutzen werden. Im Prinzip haben wir hier mit den Bullet Points ja nur den Finanzsektor oder Teile oder eine bestimmte Ausprägung davon angesprochen. Aber es gibt ja ganz viele Wirtschaftssektoren, die eine ähnliche Transformation durchlaufen könnten auf der Kryptotechnologie. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, und das wird ja jetzt auch schon diskutiert, ob man die Finanzverwaltung reformieren könnte, die eine ähnliche Evolution erleben werden. Dieses Prinzip Cut out the Middleman kann so eine Art Detektor sein, wo sich das besonders lohnen wird. Ja? Überall dort, wo du Intermediäre hast, die Hand aufhalten, dort kann ich irgendwie mir vorstellen, gibt es Potenzial. Könntest du dir auch vorstellen, dass die Steuerabführung Ich habe gesagt, Finanzverwaltung. Ja, genau. Nein, ich war noch nicht fertig mit der Frage. Also, dass die Steuerverwaltung und die Steuerabführung selbst auf einem öffentlich einsehbaren, transparenten, distributed Ledger abläuft. Naja, ich kann mir das schon vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es aus Datenschutzgründen gegebenenfalls da Grenzen geben wird. In Schweden, oder? Haben die so eine Tabelle
wo man jeder reingucken kann, wer wie viele Steuern bezahlt. Ne? Mhm. Die haben aber Schutz ein bisschen weniger. Mhm. Wo? USA, glaube ich auch. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke, kannst du auch irgendwas einsehen. Ja, kommen wir zur letzten Frage, Falco. Wer war oder wer ist Nicolas von Sabenhagen? Und falls du ihn kennst, weißt du, wo er ist? Nicolas von Sabenhagen. Mhm. Moment, ich gucke gerade. Nein, ich weiß guck es mal. Nicht. Guck mal, vielleicht ist er im Nachbarzimmer bei dir. Wieso? Wer soll es sein? Wer ist Nicolas von Sabenhagen? Mario, erklär's. Oh, ja, das ist der Mitbegründer beziehungsweise der Gründer, der das White Paper für die Grundlage von Monero geschrieben hat sozusagen. Und der Thor, der denkt, dass es der gleiche ist, der auch Satoshi Nakamoto ist, wenn ich mich recht erinnere aus dem letzten Gespräch. Ne? Wegen ja doch, NS. SN. Ja. Ach so. Nick Sabo. Nick, ja. NICSAB, Sabo. Und Satoshi Nakamoto ist in meinen Augen auch Nick Sabo. Okay. Ist eine Theorie. Also der Ralf, der Spielverderber, hat ja den Satoshi Nakamoto ausfindig gemacht im Midwider. Ja. Und seitdem müssen wir jemand anders suchen. Und da suchen wir jetzt quasi Nicolas von Sabenhagen. Aber den werden wir auch noch irgendwann finden. Na gut. Und ich habe die Vermutung, dass der irgendwo hier in Costa Rica ist. Okay, gut. War wieder ein interessantes Gespräch. Danke, Falco. Ja. Ich hoffe, dass wir uns bald irgendwann mal wieder hören können, wenn es irgendwas Neues zu steuern gibt. Mhm. Und wenn der Gesetzgeber denn dieses BMF-Schreiben, das da letztes Jahr als Entwurf rausgekommen ist, vielleicht endlich mal auch ordentlich veröffentlicht. Ansonsten danken wir dir erstmal, dass du da warst und dass du die Zeit genommen hast und verabschieden uns jetzt hier an alle Zuhörer und Zuschauer. Und wünschen noch einen schönen Tag und eine schöne Zeit. Bis bald. Mach's gut. Ja. Bis dann. Tschüss. Also, ciao. Tschüss. Ciao.